Moin, ihr Fuchs da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild auf der Nintendo Switch. Wir sind gerade dabei, hier die Ranelstraße zu Ende zu erkunden. Einfach mal eben fix noch den Rest ablatschen. Da hinten ist auch schon das andere Ende. Oh ja, cool. Und da wartet auch schon so ein Fettmeier auf uns. Ist das nicht schön? Schläft der? Nö. Er ist wach und hat da offensichtlich... Der scheint doch so ein bisschen zu schlafen. Versuch mal an ihm vorbeizuschleichen, vielleicht. Nee, scheiße. So viel zu dem Thema. Ja. Oh, was war das denn? Komm mal ran, du. Oh, er wehrt es ab. Oh, das ist immer nicht gut. Er wehrt es ab? Wieso wehrst du das ab? Warte mal. Oh, scheiße. Oh, komm mal nicht so nah ran, du. Das muss er nicht sein. Au. Oh. Oh, jetzt auch Ruhe hier, ne? Ist auch Ruhe hier. Ah, komm her, Moblin-Herz. Brrrr, alles looten. Was macht das Schwert? Ist das am zersetzen oder läuft das noch? Nein, läuft alles noch gut. Alles noch gut. Okay. So, jetzt ist aber auch hier essensmäßig, muss ich gerade nochmal wieder bei. Wir haben noch einen mitgekriegt. Das hat doch ein bisschen wehgetan. Was haben wir denn so? Wenn wir diese wunderbare, dubiose Matsche erstmal in die Figur reinschütten, dann ist das auch erstmal weg. Ja, gönn dir, Link, gönn dir. Und die dubiose Matsche auch nochmal. Dann sind wir auch wieder voll. Alles gut. Wir haben so viel Zeug dabei. Also wir brauchen uns da nicht scheuen, auch mal was zu essen, ne? Ist genug in the hood, sag ich mal so. Wir müssen auch mal einfach nur wieder eine Kochsession einlegen. Dann haut das auch hin. Da ist mein Pfeil. Das ist gut, dass man die Dinger wieder einsammeln kann, weil, wie gesagt, Pfeilknappheit ist incoming. Und, man weiß ja da nie, ne? So, Osttor der Ranelstraße. Ich würde sagen, wir haben das Ende dann erreicht. Was liegt denn dahinter? Das darf man sich ja noch fragen. Irgendwas, was ist das? Für ein Gewaber? Erinnern. Erinnern? Ich erinnere mich mal. Ach, das ist eins von diesen Fotos. Ah, okay, wir sind jetzt zufälligerweise über so ein Fotoding gelatscht. Ich verstehe. So sieht es also aus, wenn wir einen Ort finden, wo Zelda mal ein Foto gemacht hat. Das ist es nämlich. Ach so. Ja, siehste. Mal gucken, woran wir uns denn erinnern. Hat's geklappt, Prinzessin? Mit dem Training am Berg der Göttin? Sie hat sich nicht gezeigt, oder? Die Siegelkraft. Es tut mir leid. Ach, Zelda. Du hast dein Bestes gegeben. Das muss reichen, oder etwa nicht? Und was bedeutet denn schon dieser Berg? Vielleicht erweckt am Ende etwas völlig anderes die Kraft des Siegels. Ich danke dir, Urbosa. Prinzessin. Also, ich kann das leider nicht gut in Worte fassen, aber wenn ich meine Heilkraft einsetze, dann habe ich immer ein ganz klares Bild im Kopf. Das ist nur so ein Gedanke, aber vielleicht könntet ihr... Die Orni sehen jetzt ja mal richtig cool aus, also ohne Scheiß. Wenn ich dann noch an... Windbreaker denke, ey, oh, das sieht aber nicht so gut aus, so. Gerne ein Gubbel oder was. Es ist kein Zweifel. Es ist soweit. Er ist es. Er ist erwacht. Keine Sorge, Prinzessin. Wir finden auch so einen Weg, ihn aufzuhalten. Los, Leute! Alle zu ihren Titanen! Macht euch zum Angriff bereit!
Sobald Link sich im Kampf mit Ganon befindet, feuern wir alle im gleichen Moment. Bruder, ab mit dir nach Schloss Hyrule. Du kannst dich auf uns verlassen. Jetzt geh und verpasst Ganon eine Abreibung. Komm, Zelda. Du musst dich in Sicherheit bringen. Nein. Ich werde auch mit euch gehen. Vielleicht bin ich keine große Hilfe, aber bitte, bitte, lasst mich mit euch kommen. Das war sozusagen der letzte Tag dann, bevor wir in unseren Schlaf verbracht wurden. Genau, haben wir ja gleich die beste Erinnerung als erstes rausgesucht. Na, herrlich, ja. Okay. Erinnerungsfoto, neuer Eintrag. Dann können wir jetzt auch direkt wieder zurück zu Impa, dann hat sie irgendwas für uns. Wir dürfen gespannt sein, was es ist. Oh, wenn hier Chili sind, dann wird das da hinten gleich kalt. Oh ja, da geht es auf irgendeinen kalten Berg. Dieser kalte Berg wird erklimmt, aber jetzt gehen wir erst nochmal zurück und machen uns, bevor nämlich dieser Blutmond kommt und alle Monster wieder da sind, das wäre natürlich jetzt richtig schön dämlich, machen wir uns jetzt eben fix auf, zurück und ganz schnell den Tempel irgendwie finden. Der wird da irgendwo hinten in Richtung Wasserfall sein. Es gab ja schon so einen Aufweg, den nehmen wir dann einfach. Guck mal, das war doch jetzt schlau, so komme ich schneller voran. Einfach über den Boden gleiten. Läuft die Kiste. Hoppala, wie weit mussten wir denn? Allzu weit war das, glaube ich, nicht. Da oben war doch gerade irgendwas am Blinken. Da sehe ich doch was. Kommen wir da hoch? Komm, wir versuchen mal da hochzukommen. Und wir sollten uns... Ach, ich dödel. Wir sind wieder mit meinen normalen Klamotten rumgelaufen. Ich habe vergessen, das vorhin zu wechseln. Da hätten wir wesentlich weniger auf die Fresse gekriegt. Hätten wir die angehabt. Hätte ich nicht so viel essen müssen. Da oben scheint irgendwas zu sein. Gehen wir mal gucken. Bestimmt wieder ein Croc. Oh, nee, ist nur ein Pilz. Naja, immerhin. Spruchtling. Oh, den nehme ich. Dann kann ich den Rest jetzt aber besser gleiten. Jui. So, ihr seht schon, man kann nämlich da irgendwie hoch. Ja, schreien. Ich weiß Bescheid. Ich weiß Bescheid. Schreinsensor schlägt aus. Wir lassen das Ding mal an. Es ist zwar ein bisschen nervig, aber er hilft einem ganz gut. So übersieht man immerhin keine, ne? Sonst latsche ich an den Dingern ja vorbei. Das wollen wir ja auch nicht. Wenn wir jetzt schon so ein bisschen adventuren und Schreine suchen, dann muss das Ding auch anbleiben. So, wir müssen irgendwie... Weiß, es nervt mich doch sehr. Wir machen ihn doch aus. Das ist voll nervig, das Ding. Chica-Sensor. Ist gut, ich weiß Bescheid, er ist hier irgendwo in der Nähe. Irgendwo hinter dem Wasserfall wahrscheinlich. Er ist immer noch an. Ach, was soll's. Dann lassen wir ihn jetzt an. Wir sind auf Kurs. Oh, das ist auch wieder so ein dicker Abhang. Oh, gehen wir lieber erstmal hier rüber. So. Platz der Ranellstraße. Wo ist denn hier ein Platz? Ich sehe hier. Oh, das war knapp. Oh. Was ist das denn? Tarnt sich das Biest oder was? Ist ja wohl geil. Oh nein, scheiße. Es hat gemerkt, wir raffen, dass es da ist. Metal! Oh. Nix, er wollte seine Zunge rausholen. Und tschüss. Ach, guck mal, da hinten ist ein Loch. Jetzt können wir den Chica-Sensor aber ausmachen. Komm. Ich drücke mal den falschen Knopf. Chica-Sensor aus, bitte. Danke. So, also er wird irgendwo hinter diesem... Da müssen wir irgendwie hin. Da gleiten wir am besten darüber. Hoppala. Um darüber zu gleiten, klettern wir am besten da hoch zu diesem Baum. Das sieht ganz brauchbar aus. Von da an kommen wir bestimmt ganz gut auf die andere Seite, ohne irgendwie auf die Fresse zu fallen. Ist hier sonst noch irgendwas? Kisten oder so? Man weiß es nicht so genau. Aber wir müssen unsere Amiibos auch noch einsetzen. Ich vergesse das ja immer ganz gerne, aber gebe ich ja Punkte, ne? Vor allen Dingen den Wulfling könnten wir mal ein bisschen öfter benutzen. Der hilft mir ja. Und gleicht meinen schlechten Skill dann aus. Ist doch an sich voll schlau. So, auf nach oben. Das schreit ja eigentlich auch schon so ein bisschen nach dem Krok, ne? So ein Baum, ganz verlassen, alleine hier oben. Da würde ich jetzt einen Krok verstecken, wenn ich Entwickler wäre, ne? Aber man kann es natürlich auch nicht überall mal so auffällig machen. So, na, geht man hier hoch, geht man da rum und dann mal auf den Baum. Oh, was ist das denn? Oh, Link, scheiße. Oh, Gottes Willen. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Ich müsste jetzt hier kommen, jetzt Dödel. Warum visierst du sie denn nicht an? Wie soll ich sie denn
Mit einem Zweihänder, ne? Wie macht man so eine komischen Biester am besten kaputt? Ja, ich habe hier einen Bogen, ich habe hier ein kleines, schnelles, schlanken Kopfabhacker und ich habe einen Zweihänder. Ja, dann lass mal den Zweihänder nehmen. Das ist, glaube ich, der beste Weg. Ja, sehr sinnvoll. Oh, scheiße. Nee, hier stand kein Croc oben zu sein. Ich nehme alles zurück. Keine Crocs. Keine Crocs, aber was ist hier noch so? Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Eine Kiste oder so, kann ja alles sein. Man weiß ja nie. Nö, du. Aber von hier aus kommen wir, glaube ich, ganz gut darüber, ne? Machen wir uns mal auf den Weg. Das sollte kein Problem sein. Und ab geht die Luzi. Wir müssen darüber. Guck mal. Das klappt ja hundertprozentig. Da ist auch schon das Loch. Los geht's. Ha! Schrein gefunden. Daunea-Schrein. Wenn wir aber jetzt für alle Schreine so lange brauchen. Och, du meine Güte. Doch sind wir ein bisschen unterwegs, ne? Doch sind wir ein bisschen unterwegs. Ah, das wird schon. Das wird schon. Auf jeden Fall müssen wir gleich die Ranell-Schlucht nochmal wieder bis ans Ende latschen und dann auf diesen eisigen Berg hochklettern. Das ist einfach so ein Achievement von mir jetzt. Ich habe ihn gesehen und ich hatte Bock, da hochzuklettern. Da wird auch irgendwas sein. Wahrscheinlich auch ein Schrein. Das würde sich anbieten, ne? So. Und dann würde ich sagen, danach können wir uns eigentlich dann erstmal dran machen, diesen einen Turm, der in Richtung der Zoras führt, erklimmen, das Gebiet freizuschalten und dann dort erstmal nach Schreinen zu suchen. Und daneben ist, glaube ich, der Krogwald. Den sollten wir auf jeden Fall, also wir sollten auf jeden Fall vorher einmal zum Krogwald. Das sollte eigentlich auch so ein nächstes Ziel irgendwie sein, weil wir dort einfach dann unsere Waffentaschen aufbessern können und Schildtaschen und das ist schon sehr sinnvoll, nicht wahr? So, dann mal aber endlich wieder eine Gehirnschmalzprüfung. Nachdem ich das mit dem gekrönten Tier so gar nicht hingekriegt habe, bin ich guter Dinge, was das hier angeht. Das kann eigentlich nur super werden, ne? Doch bin ich glücklich. Das wird passen. Ich sag euch das. Oh Gott. Das wird schon passen. Oh, immerhin Leder schnell. Wie viele Punkte haben wir denn? Ich habe jetzt gar nicht geguckt. Lulu. Was haben wir denn hier? Willkommen, Pilger. Mein Name ist Daunea. Im Namen der Göttin Hylia sollst du geprüft werden. Drei Kisten. Daunai-Schrein. Daunai heißt er, nicht Daunea. Daunai. Was ist denn los mit mir, du? Drei Kisten. Ja, nochmal sehen. Ich sehe einen riesigen Schalter. Ich sehe da hinten eine Kiste. Das war's. Im Wasser irgendwas? Oh ja, ein Kistchen im Wasser. Daunea. Wahrscheinlich müssen alle drei Kisten... Ja, okay, alles klar. Drei Kisten müssen auf diesen Schalter. Ein Opal. Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Er schimmert ähnlich wie Perlmutt und soll die Kraft des Wassers besitzen. Ja, da sehe ich dann noch eine. Komme ich von da aus ran? Geht das? Nee, dann müssen wir erstmal rüber wahrscheinlich. Na gut. Er wollte schon den... Wollte schon Kopfsprung machen. Gib mir das Biest. So. Warte, erstmal öffne ich sie. Fahr mal her. So. Bernstein. Jo, gib mal ran. So, das ist dann die zweite Kiste. Boah. Ach, siehste. Und da oben ist die dritte. Ich habe sie gefunden. Die kriegen wir wohl am besten runter, indem wir mit Pfeil und Bogen da drauf schießen. So, die Sache, wenn man jetzt gar keinen Pfeil und Bogen hat, dann kann man den Tempel erstmal nicht machen. Da muss man wiederkommen, so wie es aussieht, ne? Man kann ja die Dinger wieder verlassen, das geht. Ups. Bonk. Ja, das hat doch geklappt. Jetzt muss ich das nur erfassen. Zip. Komm mal her. Nein, doch nicht. Ich habe es mir so sehr gewünscht, ja. Na gut. Zora-Schwert besitzt eine dünne Klinge und Verzierungen im Stil der Zoras. Die Klinge besteht aus einer höchst widerstandsfähigen Legierung und rostet auch im Wasser nie. Dafür ist in der Tasche kein Platz mehr.
Ja, was haben wir denn so, was mal weg kann? Wie sieht's denn aus? Neu. Ja, hier, guck mal, diese Lanze. Wobei, Lanzen sind nie verkehrt. Manchmal ist es gut, wenn man nicht so nah ran muss, aber egal. Ausrüsten, wegwerfen, glücklich sein. Bums! Gib mir das Zora-Schwert. Okay, jetzt hat sich da was aufgetan. Okay, hier ist jetzt irgendwie ein Stein-Metallblock drinne. Was mache ich mit dem Ding jetzt? Ach so, alles klar, wir müssen den hier drauflegen. Also wir legen ihn mal am besten auf den Rand. Oh ja, das wird schon passen. Weil nur mit dem Metallblock kommen wir dann da ganz nach oben. Ich wollte gerade sagen, weil sonst hätten wir ja von Anfang an schon den Dungeon verlassen können. Weil hier hoch kann man ja schon die ganze Zeit. Aber jetzt können wir nämlich den machen. Und mit seiner Hilfe kommen wir dann wohl ganz da hoch. Oh, ja, das hat geklappt. Irgendwelche Kisten noch ausgelassen. Sieht jetzt erstmal nicht so aus. Ich habe jetzt auch auf der Rückseite nicht geguckt, ob da noch irgendwas ist. Ein Pfeil, aber wegen einem Pfeil gehe ich jetzt nicht wieder runter. Dann bin ich dann doch zu... Ja, nee. So geizig bin ich dann auch nicht, ne? Moin, ich habe deinen Test hier bestanden. Was sagst du? Hast du gut gemacht und jetzt verpiss dich. Du hast meine Prüfung gemeistert. Ohne Zweifel bist du der auserwählte Held. Das hört man auch gerne. Im Namen der Göttin Hylia verleihe ich dir ein Zeichen der Bewährung. Bom, bom. Bom. Zeichen der Bewährung. Ein Zeichen, das einem Helden für das Bestehen einer Herausforderung verliehen wird. Hiermit ist mein Dienst erfüllt. Möge die Göttin Hylia dir beistehen. Oh, da passt schon. Und da löst er sich wieder auf. Da löst er sich wieder auf. Wolflink, wenn der Shika-Sensor ausschlägt, kann Wolflink dich an die genaue Position der gesuchten Objekte führen. Ach, wie geil. Das heißt, wir könnten, wenn wir einen Schrein finden, könnten wir Wolflink rufen und Wolflink führt uns dann konkret direkt dahin, wo wir hin müssen. Das ist natürlich praktisch. Und das klappt wahrscheinlich dann auch mit so Gewürzen und so. So, ihr habt ja schon gesehen, ich kann zwar diesen, als wir die Glutlinge gesucht haben, ne, wir können zwar diesen Sensor anmachen und der führt uns dann auch ganz toll zu den Glutlingen, aber... ja, ich hatte dann trotzdem Probleme, die genaue Position der Glutlinge auszumachen und so. Wirklich super geholfen hat es uns dann ja doch nicht. Aber wenn natürlich ein Wolflink dann entsprechend einfach dahin eiert, wo das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. So, jetzt gleiten wir von hier mal wieder auf die Straße und machen uns dann mal auf dem... Wie komme ich denn da am besten hin? Oh, da ist noch eine Kiste. Ob das so schlau ist, da jetzt runter zu eiern. Oh, oh, oh. Ich hab dich genau gesehen, aber mein Gott, jetzt ohne Scheiß, der war schon ziemlich gut getarnt. Also auf den ersten Blick habe ich es jetzt nicht gesehen. Feuerpfeile, 5 Stück. Oh, ich sehe da hinten noch was. Leute, ich sehe da noch was. Da ist wieder so ein Krog-Ding. Ich sehe wieder so ein Kreisel. Und Kreisel heißt immer, spring da rein. Und dann kommt ein Krog raus und gibt dir seinen Samen. Mmh, herrlich, oder? Das haben wir uns doch alle immer gewünscht. Scheiße. Los, Link, hoch da. Das schaffen wir. Also, es ist schon so ein gemächliches Spiel. Man will immer entdecken, erforschen. Man kommt jetzt nicht so... Ich überlege, wie viel... Wir sind jetzt schon bei 30 Parts. Da ist so ein Darksiders schon fast zu Ende. Und wir sind noch nicht mal in die erste Stadt irgendeiner Rasse oder sowas. Wir sind bis jetzt nur am Schrein suchen und haben noch nicht wirklich viele. Gut, Krogsamen bin ich gut dabei, muss ich ja zugeben. Aber da geht noch richtig was. Also... Das wird, glaube ich, ein ziemlich dickes Projekt. Oh je, ich habe ein bisschen Angst, muss ich jetzt sagen. Ich überlege, wir sind gleich bei der Hälfte. Gehe ich zu dem Boot erstmal? Ich glaube, ich gehe erstmal zu dem Boot. Ah, das schaffen wir. Ja, Hahn, warte jetzt. Ich sterbe sonst gleich. Ich kann jetzt nicht. Es gibt Grenzen. So. Ja, ist doch gut. Ist ja gut, ist ja gut. So, ja, ihr habt den Hahn gehört. Wir machen dann eben fix hier kurz einen Break. Wie immer bedanke ich mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst uns mal eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter Video posten. Ansonsten sehen wir uns dann gleich
im nächsten Part wieder. Wir gehen einmal den Rest des Weges nochmal ab, denn ich muss gestehen, wie es ist. Ich bin ein bisschen neugierig auf diesen eisigen Berg, den wir da gesehen haben. Und was uns an seinem Gipfel erwartet. Mehr ist da, glaube ich, nicht. Das ist wirklich wohl nur dieser Berg, den wir da erklimmen können. Und ich vermute hier einen Schrein und deswegen lasst uns da einfach mal hinschauen und gucken. Danach gehen wir erstmal zurück zu Impa, erzählen ihr, dass wir die erste Erinnerung gefunden haben und dann machen wir die Türme. Gut. Bis dahin, euch erstmal viel, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.